Die Abteilung Sport verwendet in der Kursverwaltung Training Plus. Diese Videoanleitung soll dem Kurskader den Umgang mit dieser Anwendung erleichtern. Sie haben von der Abteilung Sport eine E-Mail erhalten, in dem Sie Ihren Benutzernamen, der Sie hier sehen, das Passwort, welches automatisch generiert wurde und hier anhand eines Testbenutzers dargestellt wird, erhalten. Den Benutzernamen ist in der Regel die INS-Personennummer, welche von der Nationalen Datenbank Sport bereits bekannt sein sollte. Beim Klicken auf diesen Link hier oder eben auf diese ausgeschriebene URL gelangen Sie zu der Login-Seite von Training Plus. Hier geht es jetzt darum, die eigenen erhaltenen Benutzerdaten einzugeben. Ich gehe damit wieder zurück aufs Mail und kopiere die Angaben, den Benutzernamen einerseits und dann auch das generierte Passwort andererseits in die Anmeldemaske. Nach dem ersten Login müssen Sie ein neues persönliches Passwort erstellen. Bitte achten Sie darauf, dass es mindestens 8 Zeichen lang ist und es muss ein Sonderzeichen enthalten sein. Ein Sonderzeichen kann beispielsweise das Dollarzeichen, die Raute-Taste, ein Komma oder Punkt sein. Das können Sie dann frei wählen. Der Benutzername allerdings kann nicht mehr verändert werden. Ich definiere jetzt hier ein neues Passwort für mich. Dieses kann dann auch niemand erkennen und kann Ihnen auch nicht mitgeteilt werden, sollten Sie es verlieren. Und dann klicke ich auf Passwort zurücksetzen und ich bin erneut bei der Login-Maske. So, nun kann ich mich richtig einloggen. Ich benutze wieder meinen Benutzername und gebe das neue Passwort ein. Mit OK komme ich dann auch weiter und sehe nun meine Startseite. Hier werden alle meine Kurse, in denen ich eingesetzt bin, angezeigt. Im Weiteren finden Sie hier oben rechts die persönlichen Zugangsdaten. Hier kann ich auch das Menü öffnen und sehe nun 3 Menüs, die Personendaten, meine Aufgaben, die Hilfe sowie die Funktion zum Abmelden. Genaueres zu diesen Bereichen hier werde ich dann später erläutern. In Training Plus arbeiten wir auf 3 Ebenen. Auf der ersten Ebene sprechen wir von der Kategorie. Hier arbeiten wir insbesondere mit den Sportarten. Und Sie sehen, diese Testperson hier ist insbesondere im Volleyball eingesetzt. Die zweite Ebene bildet das Angebot. Hier, das kennen Sie als Experten, ist Modul Fortbildung für die Leiter ein Angebot, aber auch der Leiterkurs, das ja eine andere Ausbildungsform ist, andererseits stehen zur Verfügung. Und auf der dritten und untersten Ebene ist dann die Ebene des Kurses und hier erkennen Sie die Kursnummern, die wir im Kanton Bern verwenden. Für Sie sind Ebenen Angebot und Kurse relevant. Ein Klick auf den gewünschten Kurs führt direkt zu den Kursdetails, die Ihnen in der Folge erklärt werden. Jeder Kurs enthält dieselben Registerkarten, wobei hier nur die für Sie relevanten erklärt werden. In diesen Bereichen haben Sie vorwiegend Leserechte. Die meisten Inhalte werden vom jeweiligen Kursadministrator der Abteilung Sport bearbeitet. In der Registerkarte Grundlegendes Bearbeiten stehen die detaillierten Informationen zum Kurs.
wie die Kursnummer, die Kurssprache, welche Person in der Abteilung Sport der Administrator ist, der Kursleiter und der Kursleiterstellvertreter oder eben in unserer Sprache die Klassenlehrer. Und hier sehen Sie mich als Person, als Klassenlehrer. Weiter unten sehen wir auch die Anzahl Teilnehmer, die zugelassen sind, die Preiskategorien für diesen Kurs. Das sind einfach Informationen für Sie. Es kann auch Bemerkungen können auch Bemerkungen enthalten sein. Einerseits die internen Bemerkungen hier, die wir da sehen. Da kann der Kursadministrator Informationen reinschreiben, die vielleicht auch Sie betreffen. Sollten Sie diese öffnen wollen, dann klicken Sie hier drüben auf der rechten Seite und dann stehen Ihnen die Texte zur Ansicht bereit. Hier weiter unten sind kursrelevante Informationen, einerseits Bemerkungen, die dann auch direkt sichtbar sind für die Kursteilnehmer. Ich gehe zur nächsten Registerkarte, die Durchführung. Hier finden Sie lediglich hier einerseits das Beginndatum und Ende an einem Modul Fortbildung, eintägiges Modul. Dauert das natürlich nur am selben Tag. Ich sehe den Raum und den Kursleiter, der damit verbunden ist. In mehrteiligen Kursen wie Leiterkurse, die zweigeteilt sind, sind dann hier eben entsprechend zwei verschiedene Zeilen pro Kursteil aufgeführt. Jetzt geht es zu den spannenden Bereichen Anmeldungen. In diesem Bereich hier oben sehen wir schon mal, es sind drei Anmeldungen von 36 möglichen eingegangen. Insbesondere der Status ist interessant für Sie. Wie Sie hier sehen an diesem Beispiel, sind eben die drei Personen sind angemeldet. Hier haben sich bereits zwei Personen wieder abgemeldet aus dem Kurs und hier ist eine Person, die abgelehnt wurde. Zudem entnehmen Sie natürlich Namen und Vornamen mit Geburtsdatum, der Sprache und der Adresse dieser Person. Und Sie sehen zusätzlich auch, von welchem I&S-Coach, hier haben wir da einige aufgeführt, diese Person angemeldet wurde. Ebenfalls das Profil und die Preiskategorie, die die Teilnehmer bezahlen müssen. Der Abteilung Sport stehen auch noch Kommentarfelder zur Verfügung, insbesondere diese letzte Spalte hier. Wenn so ein Auge grün ist, können Sie über dieses Auge fahren und es wird Ihnen der Text, der Kommentar, der die Abteilung Sport verfasst hat, angezeigt. Hier, wie wir sehen, diese Person wurde abgelehnt, ist also nicht zugelassen für diesen Kurs, weil sie zuerst ein Wiedereinsteigermodul besuchen muss. Oder ein anderes Beispiel an dieser Person hier, hat der Kursadministrator vermerkt, dass diese Person Vegetarierin ist und dementsprechend auch spezifisch ein Menü erhalten soll. Weiter unten sehen wir dann auch noch eine Warteliste. Das sind all diejenigen, die in einem Kurs aufgenommen werden, wenn diese noch nicht voll ist oder aber eben während sich in der Vorbereitung Personen aus dem Kurs abmelden, rutschen diese dann von der Warteliste nach. Als letzte Information, diese Personendaten hier, die können bei der Abteilung Sport verlangt werden, als im Excel-Export, damit diese weiter bearbeitet werden können. Diese stellt die Abteilung Sport aber nicht automatisch zur Verfügung, da aus Datenschutzgründen die Personendaten nicht einfach an jedermann in Anführungszeichen weitergegeben werden können. Melden Sie sich also beim Kursadministrator und der wird Ihnen die Excel-Datei dann zustellen. Ich bin jetzt hier in der E-Mail-Ansicht und hier sehen Sie die ganze Kommunikation, welche der Kursadministrator mit den Teilnehmern führt, aufgelistet. Einerseits bekommt der Kursadministrator immer wieder Berichte
über den Importstatus. Andererseits, was spannender ist, sehen wir hier, den Teilnehmer wurde die Anmeldebestätigung verschickt. Vereinzelt wurde auch individuell kommuniziert mit Personen. Das sehen wir hier am manuellen Mail. Diese Mails können nochmals angeschaut werden. Hier sollten Sie sich da spezifisch dafür interessieren, aber in der Regel betrifft das Sie ja nicht und ist für Sie als Übersicht eigentlich auch nicht direkt relevant. Die Checklistenübersicht zeigt die einzelnen Aufgaben pro Kurs für diesen Kurs an, die ich jetzt hier zu erledigen habe. Das heißt konkret, als stellvertretender Kursleiter muss ich mich darum bemühen, das Kursprogramm zeitgerecht einzuschicken, beziehungsweise ich werde vom Kursadministrator aufgefordert, dieses zuzustellen. Der Bereich der Checkliste dient zur Überwachung der Prozesse und wird insbesondere von uns Administratoren verwendet. Als Kursleiter können Sie diese Aufgabe sehen. Sie werden nicht aktiv vom System darauf hingewiesen, sondern der Kursadministrator nimmt mit Ihnen Kontakt auf. Alle Ihre Aufgaben zum entsprechenden Kurs werden hier angezeigt. Und wenn die Aufgabe erledigt ist, dann können Sie diese hier mit diesem Kästchen hier abhaken. Für Sie ist sie dann erledigt. Sie sehen auch, wann sie das erledigt hat und von wem. Es könnte auch sein, dass das, sobald Sie das Mail dem Kursadministrator zugestellt haben, dass dieser diese Aufgabe dann auch entsprechend bereits als erledigt markiert. Wir kommen zu einem der Kernstücke in Training Plus, zu der Dokumentverwaltung. Dabei können Sie kursspezifische Dokumente für die Kursteilnehmer direkt hier zur Verfügung stellen. Damit ist gewährleistet, dass sich die Kursteilnehmer optimal auf den Kurs vorbereiten können. Wenn Dokumente in mehreren Kursen desselben Angebots, und das Angebot zur Erinnerung ist hier jetzt in diesem Fall das Modul Fortbildung Leiter im Bereich Volleyball, können diese auch auf Angebotsebene angehängt werden. Darauf komme ich später zu sprechen. Die Dokumente können als öffentlich, das heißt sichtbar für die Kursteilnehmer, hier im grünen Bereich angezeigt oder als nicht öffentlich, das heißt nur für das Kurskader sichtbar deklariert werden. Dokumente dieser Art würden dann hier im Bereich der Strukturelemente vom Kurs dargestellt. Beispielsweise ist das Kursprogramm natürlich öffentlich und vielleicht die Teilnehmerbeurteilung eher als Dokument für das Kurskader vorgesehen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen gleich. Wie Sie sehen, habe ich hier schon einige Dokumente hochgeladen, dass Sie so eine Idee haben, was da alles für Dokumente zur Verfügung stehen können. Was Sie hier ganz rechts sehen und ich darauf klicke, dieses Dokument wurde vererbt. Das heißt, das sind allgemeine Dokumente, die auf der Ebene Angebot angehängt wurden, damit sie dann in jedem Modul Fortbildung im Volleyball automatisch dem Kurs zugewiesen sind. Hier oben rechts sehe ich Dokument erfassen. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich das Fenster für den Datei-Upload. Die einzelnen Dokumente können jeder Sprache einzeln zugewiesen werden. Dies ist in mehrsprachigen Kursen insbesondere relevant, denn die Dokumente werden nur in der jeweiligen Sprache des Teilnehmers dann auch dargestellt. Über den Knopf hier Datei wählen komme ich auf ein Auswahlfenster. Und ich nehme jetzt hier beispielsweise die Teilnehmerliste, die ich verwenden will, öffne diese, dann kann ich einen Namen geben, vielleicht ein bisschen mehr aussagen als dieser Dateiname, der fast zu komplex ist. Ich verwende hier mal nur die Teilnehmerliste als Text, damit dies besser verständlich und ein kürzerer Name ist. Falls das Dokument in allen Sprachen zur Verfügung stellen soll, dann kann ich hier auf Ja klicken. Dann sind diese Spracheinstellungen hier für dieses Dokument nicht mehr relevant. Das mache ich jetzt gleich, weil die Teilnehmerliste für mich ein mehrsprachiges
Dokument darstellt. Die Teilnehmerliste ist ein öffentliches Dokument und soll somit allen Teilnehmern sichtbar sein. Darum wähle ich hier bei öffentliches Element auch Ja als Indikator. Ein Dokument, das nur das Kurskader sehen soll, wähle ich entsprechend hier oder setze ich den Cursor auf Nein. Aber wie gesagt, das ist für mich ein öffentliches Dokument und wenn ich hier auf Speichern klicke, wird das Dokument dem Kurs hinzugefügt. Das sehen wir jetzt hier. Hier habe ich meine Teilnehmerliste für alle Sprachen zur Verfügung. Und hier sehe ich, das ist ein Dokument, das ich noch bearbeiten kann oder eben hier im Kurs auch löschen kann. Wenn ich das Dokument anschauen will, dann kann ich auf den entsprechenden Link hier klicken und sehe dann den Inhalt dieses Dokuments. Wie hier in diesem Beispiel dargestellt. Das Dokument brauche ich jetzt nicht mehr, darum schließe ich das Fenster auch wieder und bin wieder zurück hier auf meiner Dokumentdarstellung. Es ist wichtig zu wissen oder zu unterscheiden, dass Training Plus nicht als Dateiablage konzipiert ist. Das heißt, es kann keine Ordnerstruktur aufgebaut werden. Wenn ich hier nach unten scrolle, dann sehen wir hier wieder die drei Ebenen. Wie gesagt, hier bin ich bei den Kursdokumenten, die Dokumente des Angebots und es könnten auch auf der Ebene der Kategorie, also der Sportart, Dokumente angehängt werden. Ich da mal reinklicke, schauen wir mal, ob ich da noch etwas zur Verfügung habe. Sie sehen, hier hätte ich noch drei Dokumente, die dem Kurs zugefügt werden könnten. Das würde hier über diese Heftklammer dann auch entsprechend umgesetzt. Viel tiefer will ich da nicht in die Details gehen, damit es nicht zu weit führt und die Basis ist damit sicherlich erfüllt. Ich komme zum zweitletzten Reiter auf dieser Kursübersicht, das ist hier die Navigation. Diese ist eigentlich für Sie nicht relevant. Es besteht die Möglichkeit hier unter der öffentlichen Kursansicht, hier sind die Links zu den direkten Darstellungen aufgeführt, damit die Sicht, die die Teilnehmer dann auch haben, wenn sie sich einloggen. Das ist die einzige Funktion in den vier Sprachen, die hier existiert. Wie gesagt, für Sie nicht direkt relevant. Und der letzte Bereich, der Import hier, das ist nur eine Importfunktion, wenn mal ein Datensatz fehlt. Dieser wird nur von der Abteilung Sport verwendet. So, das ist zum Thema des einzelnen Kurses. Meine Inputs. Als nächsten Schritt werde ich noch kurz auf die Angebotsebene zu sprechen kommen, um Ihnen auch hier die nötigen Informationen zu geben. Auf die Angebotsebene dieses Kurses kann ich hier gleich auf den Link klicken und dieser führt mich dann eben, wie gesagt, auf das Angebot. Auf der Angebotsebene werden die grundlegenden Informationen, die für jeden Kurs dieses Angebots identisch sind, festgelegt. Das ist beispielsweise das Zielpublikum, allgemeine Hinweise, die Sie hier drin finden und so weiter. Hier haben wir alle Kursinformationen und wie bereits auf Kursebene über den Knopf hier auf der rechten Seite können Sie diese Informationen einsehen. Wie Sie sehen, ist das aber inaktiv, das heißt, Sie werden keine Änderungen speichern können. Auch hier oben haben wir wieder die vier Sprachen für den Einsatz der mehrsprachigen Kurse. Der zweite Reiter sind die Dokumente. Wie bereits erwähnt, können auch hier Dokumente abgelegt werden.
Hier werden die Dokumente abgelegt, die beispielsweise für dieses und die anderen Module Fortbildung im Bereich Volleyball verwendet werden. Das kann sein, beispielsweise, dass mir die Modul Fortbildung Theorie in jedem Kurs bzw. Modul Fortbildung dieselbe anwenden, auch die Sportnews und die Inhalte. Darum sind diese Dokumente hier abgelegt. Das Prinzip des Uploads, hier wieder das Dokument hinzufügen, bleibt dasselbe wie auf Kursebene. Es können wiederum Dokumente für alle Sprachen abgelegt werden oder wie hier für jede einzelne Sprache. Ich kann bestimmen, ob das es ein öffentliches Dokument ist oder nur dem Kurskader zur Verfügung stehen soll. Hier in der Darstellung sehen wir, diese Dokumente sind für alle Sprachen im Einsatz und hier mit dem Häkchen öffentliche Dokumente oder eben ohne Häkchen, das sind die Dokumente, die nur für den Kurs zulässig oder für das Kurskader sichtbar sind. Der Reiter der Pflichtkurse, der wird in unserer Anwendung nicht verwendet, das brauchen andere Anbieter. Und hier im Reiter Kurs habe ich die Übersicht über alle Modulfortbildungen, die geplant sind. Hier sehen Sie, dass im Bereich Volleyball unser Kanton nur ein Kurs anbietet. Ich sehe auch hier die Anzahl Teilnehmer, die angemeldet sind und die Details zum Kursdatum. Mit Hilfe des Bleistiftsymbols hier komme ich dann auch wieder in diesen Kurs hinein, um Änderungen zu machen oder in die Ansicht zu haben mit allen Details, die wir vorhin gesehen haben. Zum Abschluss werde ich nun noch das zu Beginn angesprochene Menü hier oben rechts erklären. Beim Klick auf den Pfeil öffnet sich das Angebot dieser drei Linien hier. Oder ich kann direkt auf den Namen klicken und so komme ich in die Hauptdarstellung oder in die Grundeinstellung zu meiner Testperson, hier mit Grundlegendes als Reiter hinterlegt. Es handelt sich in diesem Bereich um Ihre persönlichen Daten. Diese liefert uns in der Regel die Nationale Datenbank Sport des Passport. Leider werden hier angebrachte Änderungen nicht direkt in die Datenbank des Passport übertragen. Diese müssen nach wie vor durch uns die Abteilung Sport vornehmen. Wie Sie sehen, habe ich hier einige Felder, die Pflichtfelder sind. Weiter unten sind dann die Adressen. Wenn vermerkt, mit meinem Test-User ist das jetzt nicht der Fall. Und hier wäre dann die I&S-Nummer und auch die AHV-Nummer, die abgelegt ist. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wo denn überhaupt Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Diese finden wir bei den Login-Daten. Wie Sie hier sehen, ist diese hinterlegt. Auch den Benutzernamen, den Sie zum Einloggen benötigen, der ist hier festgehalten. In diesem Bereich haben Sie nur Leseberechtigung. Unter dem Reiter Passwort zurücksetzen kann das Passwort geändert werden. Bitte achten Sie darauf, dass dieses aus mindestens 8 Zeichen besteht, wobei mindestens ein Sonderzeichen wie das Dollarzeichen, ein Komma oder ein anderes Zeichen enthalten sein muss. Zudem muss sich das neue Passwort hier in der dritten Zeile hervorgehoben vom alten unterscheiden. Sollten Sie Ihr altes Passwort nicht mehr kennen, ist diese Änderung so nicht möglich. Sie müssten in diesem Falle sich ein Mail zusenden lassen mit dem Link zum Reset, den wir schon ganz zu Beginn
gesehen haben. Im Reiter Meine Aufgaben werden alle Aufgaben der eingeloggten Person aus allen Kursen zusammengefasst. Das dauert meistens einen Moment, bis diese Übersicht erstellt ist, weil da ganz viele Aufgaben im System drin sind und die überall zusammen gesammelt werden müssen. Nun habe ich eine Gesamtübersicht über meine Aufgaben. Wie Sie sehen, ist hier für mich jetzt nur eine vermerkt. Das kann bei Ihnen, wenn Sie in mehreren Kursen im Einsatz sind, mehr sein. Oder auch bei meinen Administratoren sind da diese Listen dann wesentlich größer. Auch hier kann ich eine Aufgabe als erledigt markieren. Dann ist diese abgearbeitet und es wird vermerkt, wann und von wem diese Aufgabe erledigt wurde. So, nun habe ich hier wieder das Datum hinterlegt und auch von wem diese Aufgabe erledigt wurde. Als letztes sehen wir hier noch den Teil der E-Mails. Hier wird die gesamte Kommunikation der Abteilung Sport mit meinem Zugang oder mit mir als Person zusammengetragen. Sollten Sie einmal ein Mail anschauen wollen, so kann dieses über das Download-Symbol heruntergeladen werden oder alternativ können Sie sich das Mail noch einmal zustellen. Dazu drücken Sie einfach hier auf den Knopf mit den zwei drehenden Pfeilen. Wenn Sie sehen, hier ist das Mail der Zugangsdaten. Diese helfen mir ja in dem Sinne nicht mehr, wenn ich das Passwort vergessen haben sollte, da ich dieses ganz zu Beginn bereits zurückgesetzt musste und somit ein neues Passwort erstellt wurde. Die Bereiche der Berechtigungen und der angemeldeten Teilnehmer sind für Sie in Ihrer Arbeit als Kurskader nicht relevant. So, damit wären wir am Ende meiner Demonstration angelangt. Was nun noch bleibt, ist das Abmelden. Diese Funktion finden wir hier oben erneut in der rechten Ecke. Dropdown-Menü, dann auf Abmelden klicken und somit werde ich dem System abgemeldet. Wenn Sie noch Fragen zur Bedienung von Training Plus haben, so stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.